Willkommen zurück bei Elite Force. Wir drehen den Romulanern in den Arsch und damit machen wir auch ohne Verzögerung weiter. Dieser Felsen sieht aus, als würde er eigentlich gerne unter mir zusammenbrechen. Deswegen bin ich da gerade mal ein bisschen vorsichtiger. Türkonsole. Sesam, öffne dich. Piep. Freunde, wo seid ihr denn? Oh. Ups. Scharfschützen in Deckung! Oh, vielleicht ist heute ein guter Tag zum Sterben. Ich fürchte, mit dem Sterben muss noch warten. Vielleicht morgen, Corbin. Heute kehren Sie zur Enterprise zurück. Enterprise, Corbin ist getroffen worden. Holen Sie ihn hier raus. Ich weigere mich. Monroe! Weigern ist nicht. Und wir zahlen es diesem Miststück jetzt mal richtig heim. Zwischendurch mal das hier. So, mal gucken. Zu langsam. Das nehmen wir gerne mit. Aha, aha. Okay, jetzt schnell die nächstmögliche Waffe ziehen. Ah, komm schon, zieh die vierte Waffe. Jungs, guck mal, was ich schönes mitgebracht habe. Bitte, dankeschön. Einmal alles aufladen. Das war jetzt nicht so elegant. Wie gewünscht, sag mal, was ist denn jetzt los? Das hier hätte ich gerne. Weil da oben versteckt sich ja noch das da. Okay, jetzt nicht mehr. Weiter geht's. Oh. Wie viele Scharfschützen haben die denn bitte? Hinten anstellen. Eigentlich wollte ich die Munition fürs Scharfschützen ja sparen. Weil der nicht so leicht beizukommen ist. Was bist du denn? Egal, jetzt bist du tot. Wo ist die zweite Scharfschütze? Ich hatte gerade noch einen Punkt. Ach, sag bloß. So nicht. Mal getroffen? Weiß es nicht. Da oben hat er sich versteckt. Das ist ja mies. Okay, hier ist... Ja, er bewegt sich raus. Oh. Ich dachte, der Granatwerfer hat die entsprechende Reichweite. Aber dem war wohl nicht so. Zum Glück bekommen wir hier alles Nötige, um den Romulanern weiterhin in den Arsch zu treten. Spiel gespeichert aus gutem Grund. Wo? Wo bist du? Ich habe keine Ahnung, wo der Scharfschütze sitzt. Wo zum Geier hockt die Nudel? Ach, nein. Da hinten saß sie. Das ist aber nicht sehr freundlich. So, ich würde sagen, das sieht sehr nach Arena aus, deswegen packen wir doch gleich mal. Oh. Kann's ja mal versuchen. Nicht nur ihr habt Granatwerfer, Jungs. Aber ihr könnt sie komischerweise sehr gut einsetzen. Mist. Au. Au, 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 au. Kommt da runter. Okay, das war anscheinend kein Treffer. Das auch nicht.
War das einer? Ich habe keine Ahnung, ob ich dem gerade Schaden zufüge. Aber die hat getroffen, oder? Das war's. Einmal alles nachladen. Ach, sieh mal an. Au. Okay, was ist der Alternativfeuermodus? Au, kurz nachladen. Oh, das sieht vielversprechend aus. Aber anscheinend muss das Ganze ziemlich lange abkühlen. Ach nee, es ist ein Schutzschild. Warum hast du ein Schutzschild? Oh. Wow. Das teilt aus. Und braucht unglaublich viel Energie. Deswegen Torpedoangriff. Zielerfassung, Zielerfassung, Zielerfassung. Komm schon, mach, 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 mach. So, Enterprise. Getroffen. Kaum noch Munition. Hat die Enterprise uns gerade über den Haufen geschossen? Das wäre jetzt aber nicht so geil. Ja, ich hab dich nicht vergessen. Und tschüss. Ready. Verstecken gilt nicht. Das ist ja so doof. Jetzt hat uns, glaube ich, gerade die Enterprise über den Haufen geballert. Ich würde mal den Bogenwerfer nehmen am Anfang. Weil wir brauchen unsere Munition. Sie können uns nicht aufhalten. Wir sind die Zukunft des Alpha Quadranten. Ja, tolle Zukunft. Aua. Vor allem eine tote Zukunft. So, jetzt schauen wir mal. Boom. Diese Gasgranaten sind nicht in der Lage, ziemlich viel Schaden zu verursachen. Okay, Leute, ich habe genug von euren Granaten. Verdammt. Ja, versucht zu treffen. Leute, der eine ist tot. Ich hab's noch... hören. Oh. Okay. Ja, sag mal. Okay. Der ist auch Geschichte. Und wir nehmen den experimentalen Disruptor und merken uns, dass dieses Viech ein Schutzschild hat. Da gespeichert. Yo, Arschloch. Schön, dass du auch wieder hier bist. Verdammt. Da würde ich vorschlagen, wir benutzen erstmal den normalen Feuermodus. Miep, miep, miep. Das scheint gut funktioniert zu haben. Einmal nachladen, bitte. Warten, bis er sein Schutzschild abschaltet. Ah, verdammt. Okay. Change of plans. Ich meine, die hier hat ganz gut funktioniert. Na, wie sieht's aus? Ich würde ja gerne nochmal einen Angriff aus dem Orbit anfordern. Eine Granate haben wir noch. Aber jetzt geht uns so langsam echt die Munition aus. Nein, uns geht wirklich gerade heftig die Munition aus. Puh. Glück gehabt. Gleich nochmal speichern. Haben wir da hinten drin noch irgendwas? Nein. Okay, Lebensenergie wäre jetzt echt praktisch. Ein Magazin für Sturmgewehr haben wir noch. Das ist nicht viel. Deswegen hoffe ich, dass es hier etwas... Einmal das leer machen, einmal das leer machen. Einmal kurz abspeichern. Und dann quälen wir uns durch die Höhlen. Die Karte ist an uns.
Das sieht nicht so cool aus, ne? Einfach mal durchlaufen. Geht bestimmt gut. Na, wo seid ihr denn? Okay. Wir brutzeln mal die Romulaner ein bisschen an. Die sieht man ja auch so ganz gut. Das hat erstaunlich gut geklappt. Und hat ziemlich viel Energie gespart. Ich seh dich da drüben. Wir sind die Zukunft des Alpha-Quadranten. Oh, wirklich? Au. Halt still. Guck mal, der leuchtet. Ach, und jetzt kommst du angeschissen, oder was? Ich sehe nichts. Na, 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 na. Wer wird denn gleich? Wer wird denn gleich? Wann ist das finster hier drin? Gut, hier geht's. Aber trotzdem, wir lassen das mal an. Dass ihr auch was seht. In der Aufnahme. Was haben wir denn hier? Ihr und eure dämlichen Granaten. Ich brauche gerade mal einen Phaser, um euch kalt zu kriegen. Haha. Nehmen wir? Vielleicht mit? Ist das erkaltete Lava? Nein. Die ist nicht sonderlich erkaltet. Ist vielleicht fast reingelatscht, weil sie im Nachtsichtmodus so fest aussah. Aber ich glaube, das hätten wir ganz schnell gemerkt. Dieses Spiel weiß, wie man jemanden in Versuchung führt. Diese Platten kippen nämlich. Und dann wird es ziemlich warm um die Beine. Hoffentlich reicht die Phaserladung. Die Phaserladung war ausreichend. Da hinten versteckt sich noch einer. Ich sehe dich doch bis hier. Haha, das hätten wir erledigt. Einmal alles einsammeln. Und das hier weiß ich noch. Moment. Rekorder, strukturelle Integrität. Das Ding leuchtet so rot wie ein Weihnachtsbaum. Ganz kurz. Nochmal hochspringen. Diese Taste betätigen. Dann darüber springen. Und hör auf zu ruckeln. Das versteckte Objekt mitnehmen. Ich würde vorschlagen, anstatt dem Phaser können wir auch mal den hier benutzen, weil anscheinend haben wir Idle-Energie bis zum geht nicht mehr. Zap, zarap. Hallo. Na, na, na. Wer wird denn gleich? Oh, da hinten wird's hell. Gott sei Dank. Eins von vier Schiffen. Wir werden besser. Alles mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein Ladebildschirm. Oh, natürlich. Nein. Böse. Nein. So, der Scharfschütze. Mal schneller. Noch einer? Keiner mehr. Wisst ihr was? Das hier sieht doch ganz brauchbar aus. Noch einer, noch einer, noch einer, noch einer. Tja, zu spät, mein Freund. Das Waffenenergieterminal haben wir schon komplett leer gemacht. Bitte stellen Sie sich hinten an. Mein Herr, das gilt auch für Sie. Nice. Ich mag die Waffe. Dieses Scharfschützengewehr ist echt nicht schlecht. Der hier aber auch nicht. So, einmal kurz nachgeladen. Und boom. Das Problem mit den schweren Waffen ist nur, die verbrauchen zu viel Energie. Was zur Hölle bist du denn? Was zur Hölle bist du denn? Was denken sich die Romulaner denn für ein
Viehzeug aus. Ja, toll, du kannst es auch, wie ich sehe. Und du triffst sogar erstaunlich gut. Komm, ich häng fest. Ich häng an der scheiß Wand fest. Komm, Dicker, wir holen dich mal auf den Boden der Tatsachen runter. Das ging schnell. Ach ja. Genau. Nein, danke, ich hab noch. Tja, was sagt man denn dazu? Lebt er noch? Da lebt nichts mehr. Eins. Zwei. Und gespeichert. Weil jetzt geht's wieder rund. Würde mich mal interessieren, was mich da gerade eben so effizient ausgelöscht hat. Ja, ja, dich kennen wir ja schon. Dich brauchen wir nicht nochmal sehen. Ich sehe, du kannst sehr tolle Sachen mit deinen Armen machen. Sehr schmerzhafte Sachen. Dicker, heb das. Ach so! Notiz an mich. Dieser Disruptor ist nichts für geringere Abstände zum Ziel. Etwas schießt er denn bitte? Man hat keine Chance, diesen Treffern auszuweichen. Weil die einfach eine unglaubliche Reichweite haben. Oh, wir haben noch ein HP. Mal sehen, ob wir den Kampf damit überleben. Mal sehen, ob das klappt. Das interessiert mich jetzt wirklich mal. Nein, es hat nicht geklappt. Wer hätte es gedacht? Wir probieren das ganz einfach nochmal. Weil jetzt müsste Dickerchen ja sofort auftauchen. Und wir lassen diesmal diesen fetten Disruptor weg. Und probieren es stattdessen mal mit der orbitalen Unterstützung durch die Enterprise. In der Hoffnung, dass die uns nicht umbringt. Yo. Du bist dick und hässlich. Au. Das Problem ist, wir müssen ziemlich lange... Wir dürfen uns nicht bewegen. Was, wie man sieht, keine gute Idee ist. Okay, dann wohl einfach. Ganz altmodisch da drauf. Ja, ist gut. Dich kennen wir ja schon. Ja, ja, ja. Ich kenne die Cutscene zur Genüge. Das ist doch nicht möglich. Laden. Scheiß Granaten, die der abschießt. Danke, Captain Peter. Das war nötig. Ich sehe da hinten ein Energieterminal. Au. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Danke. Komm, Dicker, wir holen dich mal auf den Boden der Tatsachen. Was willst du davon, ha? 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 Au. Ist das da Lebensenergie? Ich hoffe es sehr. Ja, ja, ja. Gib, gib, gib. Na, komm. Komm da runter. Einmal noch nachladen und... Yes! Ups. Romulanisches Schiff enttarnt sich. Rufen Sie sie. Föderationsschiff. Sie haben das Abkommen gebrochen, als Sie in die neutrale Zone vorstießen. Wir haben Sie wegen eines Notfalls bereist und beabsichtigen, eine Vernichtungswaffe der Idril zu zerstören, die auch die Hauptkontrolle genannt wird. Erklären Sie das. Wir übermitteln Daten über die Waffen und über einen geplanten Schlag gegen die romulanische Regierung durch die sogenannte Freie Krone. Exomorphe? Sehr interessant. Aber ich habe keine Angst vor Vernichtungswaffen in den richtigen Händen. Nur wenn Ihre Loyalität dem Krieg gegenüber höher ist als die Ihrem Volk gegenüber. Diese Waffe hat das letzte Imperium, das sie besaß, zerstört. Nur weil die Idril die Waffe nicht unter Kontrolle hatten, bedeutet das nicht, dass uns das auch geschieht. Hat der große Picard am Ende Angst? Angst? Ja, ich habe Angst. Um das romulanische Volk, wenn Sie der Freien Krone die Kontrolle über das Imperium überlassen. Ich verstehe. Commander Soldok meldet, dass seine Hauptkontrolle keinerlei militärischen Zwecken dient.
Ich schlage vor, dass Sie seine Ehrlichkeit und Loyalität überprüfen. Untersuchen Sie die Einrichtung. Nun gut, ich werde ein Team zur Analyse runterschicken, aber wenn Sie Unrecht haben, Picard, werden Sie uns Ihr Eindringen in die neutrale Zone erklären müssen. Und wenn ich Recht habe, liegt eine schwierige Entscheidung vor Ihnen. Lieutenant Monroe, die Romulaner schicken ein Team, das Saldoks Aktivitäten überprüfen soll. Sie werden vielleicht nicht bereit sein, Ihnen zu helfen, aber Sie bieten dennoch eine nützliche Ablenkung. Verstanden, Sir. Sie beamen sich gerade herein. Unsere Antworten liegen in diesem Komplex. Los jetzt! Sie werden den Zorn der Freien Krone zu spüren bekommen. Feuer erwidern! Sie können uns nicht alle aufhalten! Wie die Rebellen! Das ist fast schon kinoreif. Und das kommt mir sehr bekannt vor von der Architektur. Ich muss an dieser Stelle aber sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!